Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele den neuen Überlebenden Jonah Vasquez mit seinen drei einzigartigen Perks. Das ist einmal Korrekturmaßnahmen. Oh, und ich habe wieder den Namen vergessen. Dann das Perk, ja, dann das zweite Perk und dann habe ich auch, ist das außerdem noch Segen exponentiell. Was machen diese Perks nochmal im Einzelnen? Korrekturmaßnahmen sorgt dafür, dass ich, wenn ich großartige Skillchecks mache, dann kann ich... Ja, dann bekomme ich Zeichen und wenn ich dann neben jemanden arbeite, wir spielen gegen den Albtraum und die Person, also wenn ich dann mit jemand anderen zusammen irgendwie repariere oder heile und die Person verhaut einen Skillcheck, dann wird ein Zeichen sozusagen verbraucht und die Person hat den Skillcheck nicht verhauen, ne? Also ihr seht, ich habe hier gerade ein Zeichen bekommen und wenn die Yui jetzt hier an dem Generator einen Skillcheck verhaut, dann kracht es nicht, sondern ich verliere ein Zeichen und der Skillcheck passt schon. Genau, also ist halt eine Korrekturmaßnahme, so wie der Perk auch heißt. Der zweite Perk hat den Effekt, dass wenn ich geschlagen werde, ist mein Speedboost länger. Das ist aber ein Erschöpfungsperk, das heißt, wenn der Killer jetzt mit sowas wie Panikmacher spielen würde, wäre das vielleicht gar nicht so einfach einzusetzen, aber ja, hat halt einfach den Effekt, ich werde geschlagen und der Speedboost, den man dann bekommt, der hält halt länger an. Oh. Und wo kam der denn? Okay, der hat sich nur angetäuscht und hat damit gespielt. Also hat darauf gepokert, dass wir irgendwie weglaufen. Aber ihr habt schon gesehen, ne? Mein Speedboost ging ziemlich lang. Ich kam gut weg. Hat der Fake-Paletten? Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach weiter Fortschritt zu machen. Der hat keinen Ruin. Ich könnte mir vorstellen, dass der Tüftler hat oder sowas. Okay, er hat sich diesmal wirklich teleportiert. Die Palette dort wollte ich nicht direkt nutzen. Das ist die falsche Seite. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich klein gehen. Ich dachte, das wäre die Seite mit der Palette. Oh, ho, ho, ho. Okay, na schön. Der Freddy hat übrigens, ne, weil das manchmal so aussieht, als würde es halt einen überhaupt nicht treffen. Freddy hat die gleiche Schlagreichweite wie alle anderen Killer auch. Aber dadurch, dass halt seine Hand nur diese Krallen hat, wirkt das halt so, als, also ne, es sieht auch so aus, als würde der Schlag vorbeigehen. Ne? Liegt aber einfach daran, dass alle Killer sozusagen die gleiche Schlagreichweite haben und es bei Freddy halt einfach manchmal ein bisschen komisch aussieht. Der muss mich aber wirklich mit der Spitze getroffen haben. Wäre ich da ein bisschen naja, ich wusste es ja nicht, wo die Palette dort bei der Doppelmauer spawnt. Aber da hätte ich entkommen können. Okay. Ja gut, ja, und genau, sein drittes Perk Segen exponentiell hat dann den Effekt, dass ich ein Totem segnen kann. Und alle Leute in diesem 24 Meter Totem-Radius recovern sich 100% schneller. Und außerdem kann man sich voll recovern. Also in anderen Worten, man kann sich sozusagen, wenn man auf dem Boden liegt, maximal erholen, sodass man aufsteht und das Ganze auch 100% schneller. Was ziemlich mächtig ist. Gerade vielleicht so gegen Killer wie Oni, der halt viel gerne sluggt. Zwillinge, Michael sluggt auch. Seuche wäre auch so ein Kandidat. So alle Killer, die so einen einminütigen Power-Modus haben, die sluggen gerne mal. Okay. So. Damit habe ich ihm zumindest die Sicht geraubt und er versucht nicht mich zu schlagen, sondern hat jetzt lieber dort gegen den Generator getreten. Ah, ich glaube, ich wecke mich mal lieber auf. Ich weiß, das ist alles so ein bisschen Zeit, die dafür drauf geht, da jetzt hinzulaufen und mich zu wecken. Aber andererseits, ich bin halt so ein Kandidat, ich höre einfach manchmal nicht das Wiegenlied von, ja, genau, das Wiegenlied von Freddy, dass er sich dann halt sehr gut anschleichen kann. Das heißt, ich mache da mal lieber was dagegen. Zack. So. Ich kann jetzt hier weiter reparieren. So wie es aussieht, ja, weiß ich nicht, jagt da gerade die Yui? Oder die Yui ist sich einfach geweckt und war verletzt die ganze Zeit. Keine Ahnung. Aber gut, ich arbeite einfach weiter, sammle jetzt hier weiter Zeichen für Korrekturmaßnahmen. Man kann maximal 5 Zeichen haben. Die Sache ist, das Perk ist eher besser, wenn man halt mit Leuten spielt, die nicht ganz so erfahren sind in DBD, sage ich mal. Die halt häufiger mal einen Skillcheck verhauen. Klar, ich verhau auch ab und zu Skillchecks. Aber... jetzt nicht so häufig, weshalb das Perk da so gar nicht mal so sehr seinen Zweck erfüllt. Gerade für mich jetzt zumindest. Ne? Wenn ihr mit neueren Spielenden spielt, dann kann das Perk sein, was euch vielleicht den Hintern rettet und viel Frustration erspart.
Gerade wenn ihr eure Freunde vielleicht an DBD heranführen wollt, ist das Perk da vielleicht eine gute Wahl. Aber ansonsten, ja, ich finde die Perks, die Jonna bekommen hat, eigentlich ganz gut. Dieses Perk, dass man schneller läuft, nachdem man geschlagen wurde, ist sehr mächtig. Also, was heißt sehr mächtig? Es ist einfach ein vernünftiges Erschöpfungsperk. Es ist jetzt nicht Quatsch. Man kriegt es theoretisch dreimal sicher zum Laufen, wenn der Killer immer weiter jagt. In der Praxis vielleicht 4-5 Mal, wenn der Killer einen halt nur verletzt und dann in Ruhe lässt, weil man halt so viel Distanz gut macht und man sich dann halt irgendwie voll heilt. Ja, wie gesagt, dieses Perk wird halt, finde ich, nochmal ein bisschen krasser durch sowas wie Panikmacher gekontert. Weil ich meine, du arbeitest halt damit an einem Generator. Also, ne, Panikmacher sorgt dafür, dass du, wenn du an einem Generator arbeitest, bist du. Ich wollte nicht klicken. Ich wollte es wirklich nicht. Ich habe irgendwie geklickt. Keine Ahnung warum. Und die Panikmacher sorgt dafür, dass wenn man an einem Generator sitzt, dann ist man sofort 5 Sekunden lang erschöpft. Und wenn man halt noch erschöpft ist, dann. Ah, war das schlau. Na gut, komm. Ich würde mich vielleicht trotzdem kurz wecken gerne. Der hat mich sowas von gesehen. Ich frage mich nur, wie lange. Aber gut, ich kam wieder schön weit weg. Aber das hätte den Freddy ja jetzt vorhin auch nicht gestört. Ich dachte mir halt, ach komm, ich wecke mich jetzt auch. Der sucht dort und findet mich nicht. Boah. So. Verdammt, der hat Fake-Paletten, der hat Fake-Paletten. Ach, das war eine Fake-Palette. War die andere vielleicht richtig? War das die andere die echte Palette? Bin ich genau durch die falsche durchgelaufen? Ich hab's mir nicht gemerkt. Das war natürlich richtig bitter. Naja. Okay, wie sieht's aus mit meinem Team? Die eine weckt sich durch hinten. Oder repariert sie? Nee, die repariert. Und die andere repariert dort oben. Und dort ganz hinten läuft einfach jemand rum. Auch nicht schlecht. Ah, die Yui, die hier verletzt ist, die hat dort oben repariert. Ist natürlich, wenn man verletzt ist, so in der Nähe vom Haken immer ein bisschen gefährlich. Okay, sie hat es nochmal geschafft, davon zu kommen. Jetzt durch das Fenster, dann nach links lang. Dadurch kann jetzt die Fang vorbeikommen und mich wecken. Okay, nee, hier standen keine Paletten mehr. Oh, nein. Oh, dankeschön, Fang. Das Problem an diesem Perk, dass ich den Boost bekomme, wenn ich verletzt bin, wenn ich verletzt werde, ist natürlich, dass der mir nichts bringt, wenn ich getunnelt werde, ne? Also ich meine, hart im Nehmen kann einem Hintern retten, gerade wenn man verletzt ist und getunnelt wird. Aber dieses Perk bringt mir gerade nichts, ne? Ich muss halt auch immer gesund sein. Also an sich, das Perk ist schon solide, aber... Warte mal, hier lag doch gerade was. Eine Toolbox, oder? Ja. Ich hätte die Hoffnung, irgendwie ein Medikit zu finden. Heilst du mich bitte? Das wäre sehr nett. Wo denn hin? Wo denn hin? Hier hin. Und oben wurde der erwischt. Die andere fängt. Ich muss hier mich jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, bedeckt halten. Ich will halt nicht sterben. Ich darf auch nicht nochmal aufgehangen werden. Immerhin kann ich jetzt meinen Erschöpfungsperk nochmal einsetzen. Wir haben dort einen Gen. Wir haben, glaube ich, ging der oben im Haus gerade an oder ist der noch? Ich glaube halt, dass alle Gens so ein bisschen in dem Gebiet dort hinten sind. Hier oben haben wir schon viel repariert. Die Person wackelt dort mit den Armen. Freddy hat sich... teleportiert. Das muss aber andererseits auch nichts heißen. Ja, weil wenn alle Generatoren hier sind, bringt uns halt jetzt auch nicht so ein Teleport auch nicht viel Distanz. Haben wir den Gen dort hinten gemacht? Ja. Nee, den können wir noch reparieren. Der ist, glaube ich, noch relativ weit weg. Die erwischt. Das Gute ist, wir haben die Person dort halt verwandt. Wenn er so ein bisschen territorial ist. Ja. Ich meine, gut, die Yui dort hinten ist verletzt, ne? Dafür kommt jetzt die andere Fang reingerannt. Ich glaube, mit ausgewogener Landung. Holt die Rettung. Ich versuche jetzt einfach den Gen durchzuziehen.
Ich habe keine Lust zu sterben. Alle Paletten hier sind fake. Okay. Er geht nicht auf mich. Das ist nicht meiner. Ich glaube, der hat sich gerade wegteleportiert. Das Problem ist nur, mein Gen ist, denke ich, gleich auf 70 und wenn er wirklich Tüftler hat, dann wird er gleich sowas von hier da sein. Okay, perfekt. Also was heißt, ist nicht perfekt, aber immerhin ist er nicht hier, ne? Und die Person hing dort auch noch nicht, also wenn man so will, schon ziemlich perfekt. Okay, die Fang läuft noch. Ja, ich weiß, dass es auch eine Fake-Palette ist. Das war eigentlich ziemlich blöd, weil die Fake-Paletten, die dort standen, waren uns eigentlich komplett egal. Und die meisten Fake-Paletten-Addons haben den Effekt, dass wenn man sie auslöst, also wenn man die Palette benutzt, dass man dann, dass der Killer dann die Aura von einem sieht. Das heißt, Freddy wusste ganz genau, okay, dort ist Jonah und dort ist Fang. Ja, ich kann hier noch einen Totem segnen. Die Sache ist, oh, will ich da jetzt reinlaufen in den Keller? Gegen Freddy, der möglicherweise Knowledge hat. Alleine zumindest nicht, ne? Ich frag mich, ich glaube zeitlich. Ne, der hat sich sterben lassen. Ja, da hätte man direkt hinlaufen sollen. Ich dachte mir nur, ich bin tot, wenn ich hänge. Deshalb wollte ich nicht unbedingt reinrennen. Weil ich dann halt schon ein bisschen vorsichtiger spiele und dann lieber auf den Rückhalt meines Teams vertraue. Aber dann habe ich hier gesehen, dass sie alle sind. Naja, immerhin habe ich meine Errungenschaft bekommen. Geschickter Jonah. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Freddy dann vielleicht Knowledge hatte. Ich meine, man will das halt auch nicht ausprobieren dann, ne, in dem Moment. Ne, er hatte keinen Knowledge, er hatte Korrupte, Intervention, Tüftler, Ausbruch und Pop. Okay, kein Knowledge, wir hätten theoretisch rennen gehen können. Alleine ist es halt aber auch nur so eine Sache, gerade ohne geliehene Zeit. Ja, geliehene Zeit ist schon fast so ein Perk, so ein wichtiges Perk gefühlt, dass man sich denkt, warum ist das keine Spielmechanik, ne? Naja. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!